Hallo, ja, mein Junge, mit recht herzlich willkommen auf meinem großen Kanal und zurück zu Jory. Ja, Jory geht weiter, maybe. Ja, der gute Simon, den ich hier schön grüße, hat mir einen Tipp gegeben. Und zwar hat er gesagt, da ich ja nicht so gut Englisch spreche. Ich glaube, er ist wieder einer von denen, wo das auch versteht, dass man mir da helfen muss. Er hat gemeint, dass das Blatt mit Zitronensaft geschrieben worden ist und ich sollte doch mal, dass wir das sichtbar machen können mit dem Bügeleisen, oder? Aber das Problem ist, wenn ich das kriege ich das heiße Eisen. Ich denke mal, er meint das heiße Eisen. Hierher. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an Simon und natürlich auch an David. Die zwei ehrenrüstigen Freunde, die mir so helfen bei dem Spiel, bei allem. Und oh, es ist so herrlich mit den zwei. Das sind zwei, wo ich mir gern mehr wünschen würde. Von der Sorte Mensch. Dann könnte man eine richtige Community aufbauen. Aber man kann es ja nicht dabei bezaubern. So, dann gucken wir mal. Wie ihr seht, das Eisen ist ja cold, ne? Kunst nichts machen. Und mitnehmen kann ich das ja nicht. Wir müssen eh in den Keller, um nachzulegen, damit es wieder warm wird. Ich darf nicht meine... Das mit der Uhr, das check ich immer noch nicht. Und das mit der Mathematik, das check ich bis jetzt auch noch nicht her. Auf jeden Fall geht's mal weiter. Also wir sind im zweiten Stock und dann geht's nach links hinten. Da ist dieser ominöse Zettel. Grüße genauso in die Schweiz. Hat ja gerade gepasst, ne? In die Schweiz. An die Eidgenossen. Das Problem ist ja, sobald ich das Eisen habe. Und hier rausgehe. Es wird doch kalt. Oder? Nein, es ist noch heiß. Work with the heat of Simon, das war's. A train leaves at 9:57 and it reaches to the end of the line at 8:35 p.m. Boop. Also er verlässt. Wieso habe ich wieder keinen? Da muss ich einen Zettel. Muss ich aufschreiben. Zug geht 9:57 Uhr. Und erreicht 8:35 Uhr. Jobs only once at the station. Bei 171 Kilometer stoppt er.
It travels this distance. Zwei. Hä? Stopp, 171 Kilometer vorm Ziel. It travels. What time did the train stops at this station? Simon oder David, das ist ein Rätsel für euch. Ich bin da ganz schlecht drin. What time did the train stop? Um wie viel Uhr kommt der Zug an diesem Bahnhof an? Wo er stoppt? Macht euch da mal bitte ein paar Gedanken und schreibt es dann in die Kommentare. Bitte. Ich bin damit total überfordert. Ich bin wirklich kein dummer Mensch, aber sowas auch früher schon in der Schule. Nee. Wenn ich über. Bei mir ist das große Problem. Wenn ich über irgendwas lang nachdenken muss und so. Dann verliere ich die Lust und dann kann ich nicht mehr. Dann sage ich nee. Lieber stehe ich da wie ein Depp, aber das ist mir zu blöd. Wisst ihr, was ich meine? Das liegt mir absolut gar nicht. Du kannst mich sonstige Sachen alles fragen. Aber sowas, damit bin ich total überfordert. Da macht mein Brain nicht mit. Also das ist jetzt wieder eine Aufgabe für meine Freunde Simon und David. Und für alle anderen natürlich auch. Ihr könnt ruhig auch mitmachen. Aber auf jeden Fall hat der Tipp mit dem Eisen schon mal gut funktioniert. Zumindest mal ein Erfolg heute. Oh, dann können wir nämlich an der Uhr drehen, oder? Ja. Dann hätten wir das Uhrenrätsel ja auch gelöst. Das ist natürlich mal eine Viva wunderbar. Das ist super. Moment, ich muss mal kurz meine Hackfresse wegmachen. Was mache ich mit dieser Siren? Das wird sich wahrscheinlich alles noch ergeben. Und why is this owl perched up here, there? Ja. Yeah. Sehr, sehr interessant. Und dann können wir nämlich, wie ihr seht, wenn wir die Uhrzeit haben, das Uhrenrätsel lösen. Und wenn wir das lösen, wir lösen das eine, lösen das, damit dieses Problem. Und was verbirgt sich hinter der Uhr? Das ist jetzt wieder die große Frage. Irgendetwas, was uns weiterbringt auf jeden Fall. Und warum konnte ich Billard spielen? Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile irgendein Geld, dass ich mir was kaufen kann? Das kostet 13.000. Ich habe 4.000. Da fehlen mir wieder hier
874. Also ein bisschen rechnen kann ich nämlich noch. Preise, ja Leute, Preise. Vielleicht kriegen wir ja einen Schlüssel. Weil die ganzen Türen sind ja noch zu. Die Tweetmatches-Fabrik. Und da fehlen uns ja noch die Nadeln, ne? Ja. Um hier irgendwas zu machen. Wir haben das da reingemacht. Sonst gibt es hier ja nichts. Hier ist nur noch das Bild. Also, Leute, hammerhart. Darum würde ich mal sagen, wird dieser Part jetzt halt ein kleines bisschen kürzer, weil es bringt ja nichts, dass ich jetzt hier lang rum. Jetzt habe ich noch da eine Maus. Rumrenne und sonstiges Shishi mache. Und warte einfach mal auf das Ergebnis von. Halt, dann stelle ich mich nämlich gleich an die Uhr. Und warte mal drauf, was ihr so schreiben werdet. Um wie viel Uhr wird denn jetzt letztendlich dann an diesem ominösen Bahnhof ankommen? Holy moly! Da sage ich nochmal vielen Dank an Simon, der mir diesen wunderbaren Tipp mit dem heißen Eisen gegeben hat. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zusehen, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rost-Kanal, weil wenn wir die Antwort haben, bekommen wir mit Sicherheit was Hübsches, oder? Maybe. In diesem Sinne, bitte bewertet doch dieses Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Schreibt was in die Kommentare und falls ihr noch kein Abo habt, abonniert aufs Köpfchen drücken, press den Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, enjoy life, habt Spaß miteinander, verhaut sich nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö mit dir und finger die uns. Euer Host, die Kreiter. Thank you, goodbye. Good night. Grüße gehen raus. Ciao.